Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Clive Barker's Undying, wo wir jetzt hier todesmutig in die nebenstehende Ruine springen werden. Ich glaube das gerade nicht, dass das beim ersten Anlauf geklappt hat. Ist ja sehr dunkel hier. So, ich weiß, hier irgendwo ist ein Tressanti mit einer Schrotflinte unterwegs. Mit einer Shotgun. So, den Howler habe ich natürlich auch wahrgenommen. Aber er mich anscheinend nicht. Ist einfach abgehauen. Boah. Munition, ne? Ich hätte erwartet, dass uns jetzt irgendwas anfällt hier. Ich lausche auch immer auf Geräusche, auf Schritt. Wow, da ist er. Alter! Habt ihr gesehen, wie viele Kugeln ich dem in den Kopf gejagt habe? Da habe ich aber wirklich den Kopf getroffen. Das kann nicht wahr sein. So, wir haben die Shotgun. Die Shotgun ist richtig geil. Das ist, glaube ich, meine Lieblingswaffe. In ganz vielen Spielen ist das meine Lieblingswaffe. Ich sehe schon wieder nichts. Hallo? So. Uah. Uah. Ich sollte vielleicht auch treffen. Das könnte dabei helfen, die Gegner zu töten. So ansatzweise vielleicht. Auch eigentlich kann ich bei der Shotgun bleiben. Ich glaube, hier hinten müssen wir weiter. Allgemein hier sehr unübersichtlich. Ich bleib erstmal beim Scrying. Wir müssen auf jeden Fall noch da oben rauf, das weiß ich. Daran erinnere ich mich noch. So, ich behalte das Hellsehen jetzt einfach mal an, dass ich sehe, was ich hier mache, wo ich hinlaufe und sowas. Und vor allem, dass ihr auch seht, was ich hier mache. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Molotov-Cocktails, aber die sind relativ nutzlos, haben wir ja schon festgestellt. Es gibt einen Gegnertyp, gegen den ist Feuer sehr effektiv. Und zumindest können wir jetzt hier wieder raus. Es bringt uns zwar nicht viel, aber ist auch immer schön, wenn man noch so einen Weg freigeschaltet hat, wieder hier. Ich will da nicht runter, ehrlich gesagt. Scheint aber überraschenderweise nichts zu sein. Jetzt brauchen wir wieder einen Schlüssel. Der ist, glaube ich, im Obergeschoss. Hier müssen wir nervigerweise wieder springen. Aber einfach hier rüber marschieren bringt nichts. Oh, dann müssen wir den ganzen Weg wieder rum. Das ist ein bisschen nervig. An die Stelle erinnere ich mich auch noch, als die ist ein bisschen nervig. Da ist er nicht gesprungen. Obwohl ich die Taste gedrückt habe. Also es war nicht meine Schuld. Ich schwör's. Gleich mal speichern, dass wir hier drüben sind. So, wo will man jetzt hin? Boah, bloß nicht hier durchfallen.
Dafür müssen darüber. Quasi den längstmöglichen Weg. Hier an allen vorbei. So. Und hier ist die Kiste, für die wir den Schlüssel im Turm gefunden haben. Glaube ich. Ja. Und in der Kiste ist der Schlüssel für die Falltür. Das ist sinnvoll. Oh nein. Wenn ich jetzt die andere Seite noch erforschen will, muss ich nochmal hoch, ne? Die halten aber auch was aus. Das ist ja furchtbar. Da hat man ja schon fast gar keine Lust mehr. Haha. So, was wollte ich mir jetzt hier noch ansehen? Ach, hier hinten, genau. Wusste doch, dass hier noch irgendwo was war. Und wenn es nur Munition ist... Aber auch Munition ist wichtig. Und jetzt können wir wieder runter in den Keller. Jetzt geht's weiter. Wo ist die Falltür? Die war hier vorne irgendwo, ne? Da. Hui, Geronimo! Ach ja, das war... Wow, haha. Ach ja, die Katakomben. Das heißt, Invoke ist wieder angebracht jetzt. Und ein bisschen Licht wäre vielleicht auch nicht verkehrt, obwohl es geht. Oh, Kanalisation. Oder sowas in der Art. Berge von Knochen. Wer auch immer die da aufgetürmt hat, dem war wohl langweilig, glaube ich. Gleich zwei auf einmal ist natürlich fies. Wenn man da nicht wenigstens Level 3 auf Invoke hat, dann wird das ungemütlich. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. So, da kommt wieder einer. So, immer nach hinten gucken. In diesem Spiel schleicht sich auch gerne mal von hinten was an. Wo? Ich höre ihn schreien, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da will ich nicht unbedingt reinfallen. Da geht es sehr weit nach unten. Ja, nee, da will ich nicht rein. Ich glaube, wir nähern uns jetzt dem Klostergelände. Hier gibt es Hauler. Und das nicht so. Was sind das für Wände hier? Das ist ja. Na gut. Sehr geschmackvoll eingerichtet, diese langen leeren Gänge, muss ich ja sagen. Lisbeth. Wir sind also immer noch auf der Spur.
schwupps. Und schwupps. Und weiter geht's. Jetzt dürfte es nicht mehr so weit sein bis zum Kloster. Das ist hier... Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen? Hier ist eine unsichtbare Wand. Gut, das war damals so, ne? Das waren die Zeiten der unsichtbaren Wände. Ich glaube, das ist sogar schon das Kloster hier. Wo wir hier an der Wand langlaufen. Ich sehe wieder gar nichts. Weil der Hintergrund so hell ist. Wieso hat der uns getroffen? Ich hatte nicht das Gefühl, dass der uns hätte treffen sollen, aber na gut. So, da ist noch mindestens einer hier. Da kommt er. Wow. Wieso treffen die uns immer? Ich finde das total gemein. So, da schreien noch mehr von den Viechern. Das Kloster ist schon cool. How can this be breached? Hier müssen wir rein. Das ist unser neues Ziel. Ihr seht, da unten sind die Gänge, die weiterführen. Aber um da reinzukommen, brauchen wir irgendwas, um das Ganze wegzusprengen. Und ein Molotow-Cocktail reicht da leider nicht. Da muss schon ein etwas größeres Kaliber ran. Mit anderen Worten, wir suchen jetzt nach Dynamit. Look. Hallo. Keine Ahnung, was die da geredet haben. Jammed. Auf jeden Fall gab es hier in diesem Kloster anscheinend mal Mönche. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr schockierende Enthüllung. Vier Stück wieder. Ach du Scheiße. Na gut. Es gab Zeiten, da hatte ich mit den Viechern mehr Probleme. Uah. Boah, wie viele von euch gibt's hier denn? Das sind ja schon wieder vier. Okay, was hat mir da eben Schaden gemacht? Ich habe doch gerade so irgendwas Schaden gekriegt, während ich vor dem Hauler weggelaufen bin. Das finde ich nicht nett. Na toll, das alles für so ein bisschen Shotgun-Munition. Also die Trissanti haben offenbar auch versucht, das Kloster zu stürmen hier und sind daran gescheitert. Wie man sehen kann an den vielen Haulern hier im Gebiet und den ganzen toten Trissanti. Da sind ja schon wieder welche. Ich hoffe, wir verpassen keine Vision. Jetzt hier so ein bisschen durchstürme. Schon wieder zwei. Mindestens. Hier wimmelt es aber nur so von den Viechern. Da muss irgendwo ein Nest sein. Kommen die denn hier auch runter? Boah, wenn ich da oben ein bisschen mehr sehen könnte, das blendet echt. Das ist ganz furchtbar. Durch das Fenster könnten wir in den Turm rein.
Zwei Mönche, die aufeinander zugehen. Total spannend. Was wird wohl passieren, wenn sie einander erreichen? Gleich, gleich ist es soweit. Gleich. Pass auf, gleich. Und... Sie reden miteinander. Angriff der Klonkrieger. Na gut, man darf nicht zu viel erwarten. Man bedenkt, aus welcher Zeit dieses Spiel ist. 2001, habe ich ja schon mal gesagt. Na, wo kommt er? Da ist er, ja. Ich habe wieder den falschen Zauber ausgewählt. Für so eine Situation. So, hier kann ich jetzt also rüber. Ich glaube nämlich, weiter geht's in dem Turm. Oh. Dann geht's vielleicht doch nicht in dem Turm weiter. Dann gehe ich jetzt nochmal zu dem Turm. Da stehen die Mönche immer noch und reden miteinander. So. Was gibt's denn hier zu holen? Ach, da könnte man auch überspringen. Okay, das läuft jetzt gerade nicht so, wie es sollte. Sag mal, wie oft kann man mit so einer Shotgun eigentlich vorbeischießen? Bevor es peinlich wird, meine ich. Haben die denn wenigstens was Interessantes hier unten verteidigt? Na toll. Die Heilung, die ich gerade aufgebraucht habe, als ich sie getötet habe, das... Ja, das hat sich total gelohnt. Was haben wir hier oben? Noch mehr Hauler. Und noch ein bisschen Heilung. Sehr schön. Habe ich was davon, dass ich bis nach... Da muss ich, glaube ich, dran springen. Was ist das? Ein Mana-Brunnen! Mana-Brunnen sind geil. Die erhöhen nämlich unsere maximale Mana-Energie um 10 Punkte. So, wo geht's jetzt runter? Hier hinten, ne? Da hat sich ja doch gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir jetzt weiter? Springen wir hier über die Brücke? Ich versuch's. Hops. Wenn ich mal ein bisschen besser erkennen könnte, was hier eigentlich los ist. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Wo bin ich? Ach so. Doch, ich weiß wieder, wo ich bin. Naja, dann geht's wohl doch da hinten lang. Wo wir vorhin schon waren. Mana-Brunnen. Mana-Brunnen ist gut. Ja, jetzt hoch da. Und weiter. Keine Müdigkeit vorschützen hier, mein Freund. Nehmen wir nochmal speichern. Willkommen auf dem eigentlichen Klostergelände. Da hinten ist ein Amplifier. Den hole ich mir, aber ich weiß, dass das bedeutet, dass wir wieder von Haulern angegriffen werden. Und zwar, ich glaube, von 3 oder 4 Stück sogar insgesamt.
So, war's das? Da kommt noch einer. Und noch einer. Mensch. Seid ihr jetzt fertig? 5 Howler für einen Amplifier. 6 Howler für einen Amplifier, wirklich. Und jetzt wird's ein bisschen lächerlich. Haben wir's? Alles gut? Gut. Dann ist ja gut. Halt, Scry. What was that? Hat der Mönch uns bemerkt? Hat der auf uns reagiert oder was war das eben? So, hier wird's wirklich interessant, wenn wir uns dem weißen Licht da hinten nähern. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle noch eine kleine Pause. Und ich sehe euch wieder in der nächsten Folge von Clive Barker's Undying.